Buenos dias, señoras y señores, y bienvenidos a das Erdbeben in Chile von Heinrich von Kleist. Es geht nicht um eine tektonische Erschütterung in einem scharfen südamerikanischen Kochtopf. Chile war zu Kleists Zeiten das, was heute Chile heißt. Nein, es geht um verbotene Liebe. Also jetzt nicht die Fernsehseifen-Operette, sondern wahre Liebe. Dann die Hoffnung, dass Menschen in Gruppen lernfähig sind und schließlich die Enttäuschung dieser Hoffnung. Mit dabei sind Doña Josefe Asteron und Geronimo Ruggera. Sie ist adlige Tochter, er ist bürgerlicher Hauslehrer im Hause der Asterons. Dann Don Fernando Ormes, ein netter junger Edelmann, von dessen Schneid sich so mancher eine Scheibe abschneiden kann. Er ist mit Doña Elvira verheiratet, sie haben ein Söhnchen namens Juan. Das sind die wichtigsten Figuren. Kleist schreibt seine Erzählung wahrscheinlich 1806, als er in Königsberg so eine Art Training on the Job als Finanzbeamter macht. Ein Plan, den er übrigens wenig später aufgibt. Und los geht's im Gefängnis von Santiago de Chile, anno 1647. Lieber Gott, vielleicht war es falsch, dass ich eine Liebesgeschichte mit der Josefa angefangen habe, als ich Hauslehrer war. Und vielleicht war es falsch, dass wir uns heimlich im Klostergarten getroffen haben, nachdem ich rausgeschmissen und sie im Kloster gelandet war. Aber dass sie die Josefi jetzt auf Betreiben von deinem Erzbischof zum Tode verurteilt haben, nur weil wir ein Kind haben, unverheiratet sind und sie adlig, ich aber nicht bin, das finde ich echt nicht in Ordnung. Und dass der Vizekönig sie dann auch noch zum Galgen begnadigt, statt sie verbrennen zu lassen, das ist ja wohl ganz schwarzer Humor. Deshalb bitte ich zusammenfassend um Nachsicht, wenn ich jetzt Selbstmord begehen tue, aber sie wird ja hingerichtet und da will ich auch nicht mehr leben. Und gerade als er sich erhängen will, gibt es ein Erdbeben. Ein Kruzifix, nicht mal umbringen kann man sich hier in Ruhe. Huch, da geht's heraus. Und die Stadt ist komplett ruiniert und er irrt in den Ruinen umher und dann geht er ins Freie, also aus der Stadt raus und wird erstmal ohnmächtig. Das passiert bei Kleist ja sehr oft. Und als er wieder zu sich kommt, trifft er eine Frau mit zwei Kindern und sagt, Entschuldigung, wissen Sie, ob die Doña Josefa schon hingerichtet worden ist? Ja, sicher, ich hab's gesehen. Nein! Und er irrt weiter und kommt in so ein nettes kleines Tal, wo viele von den Erdbebenopfern sich hingeflüchtet haben und sieht, wie eine junge Frau ein Kind in einer Quelle wäscht und sagt, Josefe? Geronimo! Und sie liegen sich in den Armen. Ich werd verrückt, wie kommst du denn hierher? Na, ich war gerade auf dem Weg zur Hinrichtung, da bumm, Erdbeben und ich gleich zum Kloster, wo ich unseren Kleinen aus den Flammen gerettet habe. Und bang, wird die Äbtissin und fast alle Nonnen von einem Giebel erschlagen und die Leiche vom Erzbischof. Und die Trümmer vom Palast vom Vizekönig habe ich auch gesehen. Na, wenigstens was. Und sie kuscheln sich unter einem Granatapfelbaum zusammen und die Nachtigall flötet freundlich. Und sie sind mitten in dem ganzen Erdbebenunglück ziemlich glücklich. Du, ich habe ein Fluchtkonzept. Lass uns nach La Concepción gehen und dann nach Spanien, da habe ich Verwandte. Das machen wir, Spazi. Und sie schlafen und am nächsten Morgen kommt so ein Edelmann und sagt, entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht meinem Sohn auch die Brust geben? Meine Frau ist schwer verletzt. Und die so, ja, okay. Und so lernen sie die Familie Ormes kennen. Die Doña Josefe kennt die eigentlich schon. Ist also Doña Elvire und dann die beiden Schwägerinnen, Doña Constanza und Doña Elisabeth. Und ein alter Vater liegt verletzt irgendwo in der Ecke. Und der so, hoffentlich hauen die uns nicht in die Pfanne, denn sie sind ja immer noch Flüchtige. Aber es geht ungewohnt solidarisch zu. Die Leute helfen sich jetzt alle und es ist ganz egal, ob man adlig oder bürgerlich ist. Echt? Nur dann bleiben wir doch hier in der Heimat und gehen nicht nach Spanien. Der Vizekönig begnadigt uns bestimmt. Oh, ich höre gerade, heute Nachmittag ist ein Dankgottesdienst in der Dominikanerkirche. Da gehen wir hin, gell? Und die Schwägerin Doña Elisabeth so, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Ich bleibe lieber mit der Doña Elvira hier. Die ist ja noch schwer verletzt. Und zu ihrem Schwager sagt sie, du, das geht bestimmt schief mit den beiden Verbrechern. Und der so, jetzt ist aber gut. Und dann machen die sich auf den Weg. Also Doña Elisabeth bleibt da, Doña Elvira bleibt da. Und die Doña Josefa nimmt jetzt den Sohn von den Ormes auf den Arm. Und den anderen trägt wahrscheinlich die Doña Constanza. Und dann sind sie in dieser Dominikanerkirche mit einer riesigen Masse von Menschen. Denn die haben jetzt alle das Bedürfnis, natürlich Gott zu danken für ihre Errettung. Und ein alter Dominikaner-Chorherr hält die Predigt und sagt, so, erstmal Gott sei Dank, dass wir alle gerettet worden sind. Aber ihr wisst schon, warum das überhaupt passiert ist. Nämlich dieses Erdbeben wegen der Sittenverderbnis hier in der Stadt. Sodom und Gonorrhoe. Da hat ja neulich sogar dieser Geronimo eine im Kloster geschwängert. Und die so, Don Fernando, Ruhe und Ohnmacht vortäuschen. Aber da kommt sie gar nicht zu. Da dreht sich schon einer um und sagt, das sind die beiden Verbrecher. Nix da, ich bin Don Fernando Ormes, Sohn des Stadtkommandanten. Nur dummerweise schreit der Schratz im Arm von Josefe gerade, Papa! Und der so, nee, das ist Josefe, dann ist der Geronimo. Steinigung, Steinigung. Nein, ich bin Geronimo, sagt der echte Geronimo. Das verwirrt den Mob kurzzeitig. Und glücklicherweise kommt
ein anderer Offizier des Wegs und der so, Don Alonso, verhaften Sie hier diesen Schuhmacher, der ist nämlich der Rädelsführer. Und der so, aber das sind die Verbrecher, Steinigung. Und die Giuseppe so verzweifelt, Don Fernando, retten Sie die Kinder und gibt ihm beide Kinder auf dem Arm. Was seine Handlungsfähigkeit nicht unbedingt steigert. Mit Hilfe des Degen seines Kollegen bahnen sie sich jedoch den Weg nach draußen vor die Kirche, wo ein noch viel größerer Mob sich befindet. Und da drängelt sich einer vor und sagt, ich weiß ganz genau, dass das Geronimo ist, ich bin nämlich sein Vater gewesen. Und mit einer Keule erschlägt der Vater von Geronimo seinen eigenen Sohn. Und die Doña Constanze so, Jesus Maria, und die wird gleich auch noch erschlagen. Und so, ihr Deppen, das war Doña Constanze, ja, selber schuld, ich bin Giuseppe. Und sie wird vom Schuhmacher erschlagen. Und obwohl sich der Don Fernando heldenhaft wehrt, schnappt sich der Schuhmacher auch noch eines der beiden Kinder von seinem Arm und erschlägt es an der Kirchenwand. Bang! Und der Sohn, nein, denn es war sein eigener Sohn. Er und seine Frau adoptieren dann den kleinen Philipp, aber der Schmerz über die Bestie Mensch bleibt. Ein Schmerz, wie ihn Kleist und seine Zeitgenossen zum Beispiel darüber empfunden haben, dass die Französische Revolution mit den hehren Idealen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit begann und dann in Krieg und Hass endete. Ein Schmerz, den wir heutzutage empfinden können, wenn die Solidarität flöten geht und Hass die Oberhand zu gewinnen scheint. Und doch hat Kleist diese Erzählung geschrieben. Und wir haben die Chance, daraus zu lernen. Toleranz statt Hass, Solidarität statt Fanatismus. Und das, liebe Gemeinde, war Das Erdbeben in Chile von Heinrich von Kleist. Vielen Dank. Applaus